Stiller YouTube-Zuschauer seit ein paar Jahren. Oh, nice. Freue mich, dass du hier am Start bist mal. So, hallo YouTube. Wir haben einen Anti-Mage-Force bekommen vom guten Ton. Ich zeige euch mal die Relikt-Sachen-Geschichten direkt. Ein Anti-Mage-Force. Das ist natürlich jetzt interessant. Und wir haben eine volle Community-Lobby. Hier sind alle durchaus bekannt. Und hier der Zaphoden ist ein YouTube-Zuschauer, der gerade geschrieben. Sehr, sehr nice. Die anderen Profile, das auch anders wild. Das habe ich schon mal mir angeschaut von Größe. Ich will vergessen. Also, es war ja Dings irgendwas zu Viechern. So. Wieso ist mein Mikrofon gerade so hoch? Ich muss irgendwie Anti-Mage spielen. Wie spiele ich Anti-Mage? Das ist eigentlich unmöglich, kann ich aufgeben. Shrink-Elfen, Into 9er Elf mit Anti-Mage 2. Es gibt da keinen Fame-Discount für die anderen Elfen. Für 3er Elfen zu gehen. Für 3er Elfen zu gehen. Finger weg von den Goblins. Ja, die paar muss ich erstmal mitnehmen jetzt. Nope. Four-Star Faceless. Ja, aber geht ja nicht mit Anti-Mage, der ist ja Demon Hunter. Also dürfte nicht funktionieren. Hast ja immer gejammert, dass du es noch nicht gespielt hast, das stimmt. Demon geht nicht solo. Geht Demon nicht solo? Ich bin gerade selber so unsicher mit dem Ganzen. Ach Mann, wieso kommen denn die Goblins so gut? Für die Synergie braucht man zwei, das ist richtig. Die Demons haben nur die Fähigkeit, halt die Einser. Also man könnte es vielleicht spielen so. Wenn das ein Bait ist, bin ich aber sauber. Wo ist ein Anti-Mage, Alter? Hier. Ja, es gibt nur zweier Demon Hunter, da gibt es die Comp, aber ja, ihr habt schon recht. Das ist ja die normale Demon-Fähigkeit. Das muss funktionieren eigentlich. Ich dachte immer, es funktioniert gar nicht. Muss wohl Goblin Anti-Mage spielen. Nee, ich warte auf den Dazzle eigentlich gerade. Bei meinem Glück kommt kein Dazzle die nächsten 100.000 Jahre. Jetzt hat man mal schon schön den Early Orakel, aber kein Dazzle. Kannst auch gerne 9er Elfen spielen. Ja, wir schauen mal, was sich ergibt, Leute. Wir schauen mal. Ich möchte mich hier nicht binden. Wo kommt der Dazzle? Ich nehme alles zurück. Ich bin der glücklichste Glückspilz auf der Welt. Oh, ein Gold fehlt leider, um auf Gold zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich bräuchte 9. Hätte der Bounty Hunter gerade seinen Job getan und einen Kill geholt, dann wären wir jetzt auf 20 Gold in Runde 5, das wäre fett. Bist du zufrieden mit dem Force? Ach, ich bin nie zufrieden. Ich bin immer zufrieden mit Forces. Nichts Schöneres. Nee, ist schon cool. Eigentlich sollte ich halt einen neuen Anti-Mage mal probieren, das ist schon richtig. Also es ist schon ein sinnvoller Force, so gesehen. Das ist kein dummer Force, muss ich ja zugeben. Keine Ahnung, was das mir jetzt sagen soll. Ich spiele einfach... Nein, ich kann ja keinen Priest spielen. So, perfekter Anfang für so eine Priest-Strat irgendwie. No grave for you.
Okay, Priest mit Anti-Mage. Das ist destroyed. San Pakuto. Das Feld sieht eigentlich auch cool aus. Das auch. Snowy Valley überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Oh, wie greedy bin ich jetzt? Leute, wie greedy bin ich? Bin ich 30 Gold gegen greedy? Wahrscheinlich schon. Die Gold sind aber auch gut. Ich habe Angst, dass ich. Ich habe jetzt schon wieder Angst vor Runde 10, Alter. Ich könnte halt die löschen für 30 Gold. Da habe ich aber keinen Level 2er und habe dann 3 Roads Zeit. Und so habe ich die Möglichkeit, den Dazzle auf Level 2 schon mal safe zu machen. Und habe den Schmutzfing kurz vor Level 2. Und ich habe jetzt mit Omnisite noch einen Human. Blend ist zurück. Hey! Der abgehobene Blend mit seiner Reinigungskraft. So, so. Freut mich, dass die wieder hier sind. Mister, ich bin was Besseres und hab Reinigungskräfte. Wieso ist eigentlich der Ping gerade so schlecht? 49. Hm. Ich hab gerade richtig Delay. Ah, nein, nein, einen großen Baum. Das war ein Fehler. Nachher nehme ich diesen abgestorbenen Baum, der gönnt. Oh, ich sag euch Leute, dieser abgestorbene Baum, der gönnt. Den habe ich gar nicht wahrgenommen bisher. Oh Gott, der Spawn. Komm. Ach. Nachher eine von den Steinen dahin. Ich glaube, die kann man auch essen. Läuft bei euch. Die kommt alle 2 Wochen einmal, macht um einiges leichter. Wahrscheinlich lässt er, auch wenn er mal eine Runde mitspielt, der Blend, lässt er seine Reinigungskraft spielen und dadurch gewinnt er dann ab und zu mal eine Runde. Das würde Sinn ergeben. Sagan and Knight stand with you. Sagan! Hunter wäre noch nice. Ne, die Steine kann man nicht essen. Es hat doch safe noch niemand diesen Baum hier gegessen. 100% noch niemals. Ich weiß auch wieso. Ich bezahle die auch dafür, dass sie gut spielt und regelmäßig trainiert. Junge, geil. Läuft bei dir. Boah, ich traue der Sache nicht. What is this? A game of some sort? King of the Desert. Ich habe keinen Belief in dieses Team. Ich wünsche mir den Dazzle 2 zurück, den ich hätte haben können. Boah, das gibt mir halt so viel Zeit. Diese Omni-Knight gibt mir so brutal viel Zeit. Easy. Ich habe gar keine Sorgen gemacht. Das wird ein schönes Integrate Vault Play. Das wird schön Integrate Vault gesuchtet hier. Ich glaube, ich mache den Anti-Match wirklich mit den 4-Stars. Ich glaube, die 4-Star-Dinger, das ist ein ganz guter Call von euch. 4-Star-Faceless, ich denke, ihr habt schon irgendwo recht, wenn ich es ungern sage.
War echt wieder knapp. Ja, wenn der Omni-Knight nicht rauskommt, der ist ja der ist ganz knapp rausgekommen, der Omni-Knight. Wenn der nicht rauskommt, bin ich am Arsch. Ich esse mal wieder einen großen offensichtlichen Baum. Ja, die offensichtlichen sind es eigentlich. Die sind nicht umsonst groß gewachsen als ihre anderen Kumpanen da hinten überall und hier. Niemals auf die Underdogs setzen. Das stimmt. Siehst du mal. Wenn sogar Blend einem recht gibt, dann weiß man, dass man alles richtig gemacht hat im Leben. Oh, 80 Gold, Runde 12. Plus Losing Streak. Nicht so bad. Jetzt noch zwei Humans ziehen. Zwei Level sind wir richtig schnell gegangen. Fand das Foto mit deinem Sohn und dem Paddock übrigens sehr cool. Nice, das freut mich. Was kostet Anti-Mage in Chess? Inzwischen ist es noch. Es war immer eine One-Star-Unit, inzwischen ist es noch eine 4-Star-Unit. Der wurde hochgepusht zu einer guten Unit. Also, aber gut ist noch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist eine 4-Star, ist eine 4-Gold-Unit. Es gibt ein Bild mit Kind. Ja, ich habe schon zwei Bilder mit Kind hochgeladen, aber ich habe halt, also hab halt mein Kind immer zensiert, weil ich tendenziell aktuell noch nicht dazu tendiere, denen öffentlich so das Gesicht zu zeigen. Oh Gott, die großen Bäume sind es nicht. Aber ich habe zwei Bilder hochgeladen. Einmal Partnerlook mit dem Bayern-Trikot, beide zusammen. Und einmal Partnerlook mit dem Dota-T-Shirt. Okay, da ist nochmal einer. Das ist schon mal gut. Menesca has arisen. Auf Instagram Blend war das. Also war eine Story. Wo kann man auf Instagram alte Stories sehen? Gibt es irgendeine Funktion, dass man seine alten Stories sieht? Außer dass man die aus Highlights rausholt. Stories sind dann weg. Aber den Highlights könnte ich die theoretisch. Ich könnte es theoretisch jetzt kurz zu den Essens-Highlights hinzufügen. Die zwei Stories. Ne, wenn ihr versteht, wie ich meine. Und dann zeige ich die euch kurz in die Kamera rein. Danach lösche ich die wieder aus dem Essens-Highlights raus. Das ist der Move. Ach, keine Ahnung, ich mache mir keine Gedanken mehr über die Bäume. Ich nehme irgendeinen. Okay, ich habe gar keinen erwischt. Ja, guck mal, ohne Gedanken läuft es schon wieder. So. Kannst du mir persönlich nochmal schicken? Nee, das geht gar nicht. Oh, hier sind sie jetzt. Also einmal habe ich das hier. Das ist nur wieder mein Finger hält mit seiner Hand. Der hat wirklich meinen Finger einfach genommen mit seiner Hand. Das habe ich einmal hochgeladen auf Instagram. Dann das hier mit Bayern-Trikot beide zusammen. Er hat auch ein Bayern-Trikot und eine Bayern-Mütze auf mit mir zusammen. Wie ich ihn halte. Und das andere, das ist ein bisschen später gewesen. Das war... Das hier, das war beide mit diesem Dota-Trikot. Mit diesem Eat, Sleep, Dota 2, Repeat. Aber ich habe halt jedes Mal sein Gesicht halt, ne. I bring the spark of death. Glückwunsch nochmal, Dankeschön. Bitte zwingen ihn nicht Bayern-Fan zu werden. Ich zwinge ihn gar nichts. Das war halt ein Geschenk von Freund von mir auch. Der halt, also ich hatte eh ein Bayern-Trikot und es war ein Geschenk vom Freund von mir, der eben einen Bayern-Strampler geschenkt hat. Ich zwinge ihn Deutschland-Fan zu werden tatsächlich. Ich zwinge ihn doch was. So, ich mal die Storys kurz wieder raus.
Warte, was war das Plan? Was war mein Plan fürs Late Game? Ach, Faceless, 4-Star, das war der Call. Die leider keinen Human, den ich brauche. Mit Kunkka? Ne, Kunkka war jetzt nicht der Plan. Danke nochmal auch an die Glückwünsche von allen, ne? Das ist mir eine Ehre. I got a head in the cloud. I got a one figured out. Ah, wir hätten jetzt schon locker halt Dings nochmal 10 XP mehr haben können. Hätten wir diesen einen Human mal gezwungen, aber ich sehe es gar nicht an, dafür zu rollen. 3 Rolls und dann muss ich wieder 3 Runden Humans spielen, damit es sich lohnt. Und dann habe ich schon Runde 20 und ich will schon wieder den Faceless Switch machen eigentlich. Muss unbedingt auf Anti-Mage gleich achten, weil normalerweise spiele ich den gar nicht, vor allem in sowas nicht. Ich habe Anti-Mage eigentlich echt immer nur gespielt. Nicht irgendwas mit Demons mal, ausnahmsweise macht er irgendwas mit Elfen ausnahmsweise. Sonst nicht. Nicht ins Gesicht, bitte. Dann spielt doch Anti-Mage. Dann können wir das Anti-Mage spielen. Ich habe Anti-Match vor, ich muss ein E spielen. Ich habe keine andere Possibility. Oder warum schreibst du die an, spielt Anti-Match? Check ich nicht ganz. Gibt es eigentlich inzwischen irgendwen, der Anti-Match so richtig nice erklären kann, so ein bisschen? Damit, der tut mir weh, ach so, weil du Ding spielst, Shadow Fiend Strat. Boah, ich habe auch kurz überlegt, ob ich da irgendwas in die Richtung spielen soll, weil ich so gut Shadow Fiend und Ding die ganze Zeit gezogen habe. Ich bin einfach gleich tot. Ehrenlos. Ja gut, das weiß ich schon, aber der macht noch irgend sowas, der macht auch jetzt Schaden, der macht physischen Schaden, je nachdem wie viel Mana der klaut, macht der mehr physischen Schaden und irgendwas macht er mit Magic Damage noch. Dieses Magic Damage Ding habe ich noch nicht gecheckt von ihm. Deal Magical Damage based on the Mana lost by the target together with a brief stun to enemies within range. Also macht er irgendwie einen anderen Move irgendwie noch, keine Ahnung. When you play with Lena, you tend to get Das könnte ein ganz guter Switch werden dann gleich. Vielleicht bekomme ich jetzt schon nicht mehr so viel Schaden, das war natürlich schon nice. Hoffen wir, dass wir jetzt einfach schon... Ja, selbst wenn wir jetzt gewinnen, ich tue lieber mit 33 Dingern... Also wenn wir knapp verlieren, ist auch okay, bekommen wir 3 extra Gold und bekommen den hier. Also optimal wäre ein Heal mit einem Schaden, also einen Schaden natürlich, wäre optimal. Aber das... Oh, ja, doch. Das könnte interessant sein. Ich glaube, es ist ungefähr gleich stark. Ja, nee, ich gewinn's, oder? Wenn ich es gewinne, ist egal, ob ich knapp gewinne oder eindeutig. Ich habe knapper Lose, aber ich gewinne es, okay. Ja, gewinne ist auch okay. 30 Leben, wenigstens haben wir noch einmal den einen, den wir überleben können gleich.
Da sind Humans schon mal zum Gucken, dass ich nachher ein bisschen schneller bin. Hier 16, die dritte von oben. Aber ich will lieber IO Relic spielen. Als das Miss Relic, aber das ist Zweifel. Okay, IO Relic, perfekt. Haben sie auch noch ein Lipo-Spiel mit Venus statt Undying vielleicht, oder habt ihr eine Idee? Eher mit Ricky einfach. Einfach mit Ricky dazu noch. Das ist am ehesten die Strat. Kann es sein, dass kein einziger Anti-Mage kam, oder habe ich ihn auf Lost übersehen vielleicht? War alles sehr anstrengend. Das Gute ist, wir haben den Ding relativ safe, den Troll Warlord auf 3, auf 2, weil wir IO Relikt haben, da wird schon noch eins kommen. Ich glaube, wir hatten das 1 benutzt, bin ich mir glaube ich. Ich glaube, wir hatten das 1. So. Ja, ich muss auf. Die 3er werde ich nicht schaffen, leider. Enchanted, I'm sure. Die müssen wir noch mit dem Grimstock austauschen, schnell es geht. Sobald wir den auf 2 und den LD noch. Ich glaube, soweit das Team steht, eigentlich soweit, dass wir haben. Das Team steht eigentlich. Und durch Grimstock und noch, wenn wir den auf 2 haben, noch einen LD rein. Was passiert, wenn das Game vorbei ist und noch kein Anti-Mage gesehen hast? Keine Ahnung. Eigentlich haben wir gesagt, wenn Force Hass und ich versuche alles den zu spielen, wenn es nicht funktioniert, dann hat man Pech gehabt. Weil das ist das gleiche, wenn man Legendary halt forced irgendwie man forced einen Disruptor und wenn ich halt keinen Disruptor zum Ende sehe, ist halt scheiße gelaufen, dann kann man nicht ändern, ne. Aber dass ich einen Force da nicht ziehe, obwohl ich jetzt schon so viel gelevelt habe auf Leveln, ich habe ja auf Level 9 gerade irgendwie 60 Gold, also schon 80 Gold verloren, dass ich kein Anti-Match habe, ist schon krass. Ich brauche unbedingt mal noch ein, zwei Upgrades, ich kassiere nämlich leider noch. Bin ich schon One-Hit. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen. I don't like to be One-Hit.
Control nach vorne für Chen. Das ist ein guter Call. Das ist ein guter Call. Ich meine, der eine steht schon relativ clean da vorne. Wenn hier das Zeug spawnt, stirbt der instant, Alter. Ne, stellen, dann stelle ich ihn ganz vorne mit und stelle den Shadow. Ja, wobei ich stelle einfach hier vorne hier irgendwo hin. Vielleicht, ich ziehe jetzt eh eine IO, dann ist er E2. Eigentlich ist es egal. Es ist ein Roam mit IO, Anti-Mage und Laundreed. Aber wenn ich Anti-Mage spiele, habe ich gar keinen Platz mehr für Laundreed, oder? Außer wir trennen uns dann von Medusa, die brauche ich auch nicht unbedingt. Mal gucken, was zuerst kommt. Die Medusa kommt schon. Na gut, dann spiele ich die Runde keinen Laundreed mal. Komm, gib mir ein Anti-Mage-Game. Ich habe sogar einen Human Dismiss. Grimstalk war auch noch keiner da übrigens. Den würde ich instant mit Shadowfiend switchen. IO Anti-Mage Grimstroke brauchen wir. Spell Prism wäre ganz cool gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Dann versuche ich gleich noch meinen Spell Prism zu bauen trotzdem. Oh, ein Anti-Mage. Damit ist der Force gesichert, immerhin. Muss ich mir nachher nichts anhören irgendwie. Ein Chapelle Prism. Okay. Oh, dann können wir Trowall als Carry gleich ballern. Ja, mal schauen, wie es ausgeht. Die Runde. Bisschen frech. Aerolikt hat nicht so richtig gegönnt. I bring an end to magic. Quop für Shadowfiend. Nee, ich will Quop nicht machen. Ich will echt ein Ding spielen. Ich weiß nicht, ob 1 besser ist als Shadowfiend 2. Und ich will wirklich einen Grim gleich spielen mit dem Doom zusammen noch. Bin mal davor im Roll. Ja, sorry. Ja, das Ding ist eigentlich viel wichtiger als ein Grim gerade. Eigentlich, das Ding ist, Shadowfiend ist so lange stärker, bis Grim auf 2 ist wahrscheinlich sogar. Das Wichtigste wäre noch eine IO ziehen und den Troll mal irgendwann auf 2 zu bekommen. Und ich bin mir der Meinung, ich habe erst einen einzigen IO gesehen, wirklich. Obwohl ich so viel Gold verrollt habe. Oder hatte ich 2, habe ich einen vergessen. Wisst ihr das? Habe ich irgendeinen vergessen vielleicht? Ich glaube nur einer, ich glaube auch. Da muss noch einer im Pool sein. Da ist der Grim. Komm, ich switch das jetzt instant einfach scheiß drauf. Okay, Anti-Mage sogar noch auf 2, das ist doch mal krass. Auf 2, einfach auf 2 den normalen Skin. Oder zumindest sieht er gleich aus wie der alte, würde ich sagen. Jetzt können wir noch ein bisschen auf seinen Schaden, den er macht, achten.
Der macht eigentlich Magic Damage und Physical Damage müsste er machen. Oh Gott, der Hunter-Spieler, dass ich jetzt mal gar nichts mit Anti-Mage. Sollte den Mythiker stellen noch dazu. Ja, ich sterbe aber nicht. Wir haben den Streak noch geholt. Give me Io, give me an Io. Wir sind am Arsch, wir haben kein Io mehr bekommen für Troll. Oh, doch, der Knockback geht leider trotzdem. Das könnte man vielleicht, das sollte man eigentlich noch ändern. Dass der Knockback-Dings ist eigentlich frech, dass der geht, das stimmt. Hey, das ist unfassbar. Ich überlege gerade, ob ich den Grimstroke lösche und nochmal zwei Rolls mitnehme oder so. Aber das bringt mir auch nichts, wenn ich nachher die Rolls mitnehme und ich ziehe trotzdem nicht, trotzdem kein Io. Eigentlich wäre der mich retten könnte, die Runde. Der könnte eigentlich meinen Arsch retten. Vielleicht holen wir die Streak von Jan, dann können wir nochmal zwischenrollen. Dann holen die auf jeden Fall. Dann nehmen wir nochmal die 2-3 Rolls mit. Komm. Gib mir das Money. Wo liegt das Gold? Hier. Hat uns auch kein Iron mehr gebracht. Schade. Das hätte uns vielleicht sogar in Richtung Sieg noch bewegen können. So hoffe ich, dass ich Top 3 irgendwie schaffe. Wir die Medusa einfach mit allen hier. Das Ei, aber dafür müsste ich dann 3 Runden dann mindestens warten, bis ich einen Prin habe. Aber alles andere ist auch Quatsch, was ich hier noch habe an Relikten. Es bringt mir alles nichts mehr. Also ich würde sogar auf das, ich würde sogar das Ei tryen vielleicht. Mit den Anti-Match als Carry probiert hat niemand, hat der Potenzial. Ich wünschte, ich könnte die Frage beantworten. Ich habe es noch nicht getried. Nehme ich das für einen kostenlosen Roll mit, oder? Ja. Bisschen sad. Ich weiß, Korb schon wieder. Chance keine Necros, ja bestimmt. Diese Sounds von Anti-Mage. Boah, das ist so ein dummer Hunter-Spieler mich gecountert. Also nicht, dass du dumm bist. Ich falsch verstehe. Erstmal den jahrelangen YouTube-Zuschauer spielt die erste Runde erstmal beleidigen. Ja, das reicht sogar gegen ihn. Sowas nicht gemeint. How old are you, Paul? 18. I'm 16. Ja, ich try nur noch auf ihn hier, wirklich. Ich habe gesehen, dass du mit Grim bei fast jedem seine Mark ultet. Warum ist das so? Was macht das der Grim genau? Der Grim macht... Die Leute, also wenn Grim Gegner markiert quasi, also mit seinem Ult markiert der Gegner und alle Gegner, die markiert sind, wenn mein Doom, doomt ja eine Unit und dann doomt er alle anderen Unit mit, die auch markiert sind von dieser Grim-Ult.
Das geht aber nur bei One-Hit-Units, also bei sowas wie Doom geht es zum Beispiel, oder bei Dark Willow, der kommt ja auch normalerweise nur eine Unit dann, oder bei Grimstroke, die auch später sehr auf eine Unit geht, die Ult, da klappt es. Hier sind ganz viele markiert, deswegen doomt der jetzt quasi das ganze Feld. Und ich habe dazu halt auch noch Spell Prism. Und dann geht es eh nochmal doppelt. Also mehr oder weniger. Ich versuche das so einigermaßen zu erklären, wie ich es kann. Ah, okay, verstehe. Jo. Deswegen ist Doom und Grim so eine krasse Comp. Ja, das ist schon ein nice Snapfire zu haben. Der hat noch ordentlich was aufgeräumt, auch während welche wieder tot gewesen. Das ist eine knappe Geschichte hier, die Runde. Junge, alle haben verloren. Ist das crazy. Ja, ich gehe, es lohnt sich gar nicht mal so hart, tryhard zu gehen eigentlich auf den Thrower. Ich hab nicht mal gute Items für den. Das ist alles Doom-Item, das ist alles Medusa-Items. Ich würde im Zweifel wirklich versuchen, das Level noch zu schaffen jetzt. Man hätte vielleicht noch auf, statt dem Thrower-Lord hätte man vielleicht gehen können auf einen... Ja, wir hätten jetzt schon längst halt einen LD wahrscheinlich auf 2 mindestens, vielleicht sogar auf 3. Aber ich dachte halt, dass wir auf Safe noch ein IO bekommen und dann wäre das ein Easy Legendary 2 gewesen. 2 Snaps und du gewinnst easy gegen den. Boah, mit 2 Snaps wäre da natürlich noch was drin. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht killt noch jemand anders. Ich kann hier Erster werden in der Runde, ich kann hier Fünfter werden. Also in der Runde ist wirklich alles möglich. Wäre natürlich gut, wenn jetzt ein, zwei Leute mal rausfliegen einfach. Aber sieht gar nicht danach aus. Jan und Gucci, die mit am meisten Leben, die bekommen den Schaden, Alter. Aber es reicht nicht, um Jan zu killen, glaube ich. Ah, wobei, das war nochmal ein böser Spawn gegen Jan. Oh, das war dreist. GG, Jan. Ich bin halt fast bei einem Level-Up schon. Ich müsste noch eine Runde überleben, ne? Dann hätte ich nochmal das Level-Up für einen zweiten Troll. Oder irgendwas anderes dann. Aber jetzt rollen für den Troll-Warlord ist halt auch dumm. Den kostenlosen Roll nehmen wir natürlich mit. Man könnte auch noch einen zweiten Snapfire aufbauen, aber ich lasse das mal. Oder doppelt Grimstroke. Den kaufe ich kurz. So, die Runde noch hoffen. Danach könnten wir nochmal ein gutes Item uns gönnen. Können sich aber alle gönnen. Ich habe halt nochmal den zweiten Roll im Notfall. Also wir haben immer einen Top 4 geschafft. Das war noch ein gutes Comeback. Wir haben den Anti-Mage auf 2 hinbekommen, was auch nice ist. Gucci macht mir Angst. Er spielt wieder seine Dingstrat, seine Monks. Komm, kill noch ein bisschen was, Boys. Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Okay, Top 3. Oh, Top 2! Okay, und wir spielen gegen den Hunter Boy. Den nehme ich mit, den würde ich im Zweifel auch spielen. Okay, gegen Hunter, Kollege. Warte mal, ich muss erstmal gegen den Typen jetzt hier gewinnen können. Der Drache ist leider immer ein bisschen ein Problem auch. Was kostet ein Level Up? Das mache ich jetzt gleich, komm. Dann nehmen wir jetzt gleich noch den Invoker mit dazu. Und den will ich aber in der Ult ganz gerne sehen. Auf Level 1 noch. Vielleicht kriegt er jetzt schnell noch meinen zweiten Nachspawner. Jetzt Snap anstatt Level? Nee. Okay, wir haben die eine Ult von Ding, haben wir raus. Oh, das ist eine ganz gute sogar. Die Minusrüstung ist ordentlich auf ihm. Ja, okay, wir machen den, das ist gut. Welches Item will ich eigentlich haben? Refresher Orb will ich haben. Okay, das will ich auf jeden Fall nicht haben, alles drei. Refresher will ich haben. Dann halte ich den Invoker einfach noch.
der Sack hat umgestellt. Die Dooms sind ordentlich raus. Ja, das reicht, oder? Es reicht! Es reicht! GG. Sehr schön. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das waren starke Runden heute, die wir gespielt haben. Das war heute wieder mal eine starke Session an der Stelle. GG. Boah. Sehr nice. An YouTube Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür, diese wundervolle Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein.